herzlich willkommen zu meinem persönlichen 500 Abonnenten Special. Ja, wer jetzt hier irgendeine große Show erwartet hat oder Zusammenschnitte von meinen ganzen Videos, die ja mittlerweile schon... Oh, ja, gute Frage. Abonnenten Special, ich weiß nicht, die Gesamtzahl meiner Videos. Das ist nicht so gut, aber muss ich mit klarkommen. Auf jeden Fall sind es eine Menge. Ich habe viele Videos hochgeladen. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß, Hero Zero zu Let's Playen, FIFA zu Let's Playen und, was in letzter Zeit etwas seltener vorkam, Minecraft zu Let's Playen. Aber es wird jetzt etwas sich ändern. Jeder von euch kennt meinen Kanal, hier seht ihr ihn nochmal. Das Kanalbild ist schon ein bisschen ausgeleiert, gefällt mir nicht mehr ganz so arg. Und deswegen habe ich mir einen Grafiker gesucht. Habe ich ja in einigen Let's Plays auch schon mitgeteilt. Und ja, mir was Neues anfertigen lassen. Und das Neue, also dieses neue Kanalbild hat so einiges in sich. Denn mit diesem Abonnenten-Special, beziehungsweise mit diesem Schritt, ich habe jetzt... über 500 Abonnenten, mittlerweile sind es knapp 600 Abonnenten, danke Leute, wirklich. Ich könnte jetzt auch ein 600 Abonnenten-Special draus machen, ich könnte ein 100.000 Aufrufe-Special draus machen, zumindest fast, aber das mache ich nicht, sondern es ist wirklich einfach nur ein Infovideo für euch, was sich mit diesen 500 Abonnenten hier bei mir ändern wird und das ist eine Menge. Bis dato war es ja immer so, dass ich die Videos rausgelassen habe, wie ich gerade Lust hatte. Also wenn ich heute mal kein Video aufgenommen habe, dann habe ich halt mal kein Video aufgenommen. Wenn ich morgen auch kein Video aufnehme, dann habe ich morgen halt auch kein Video aufgenommen. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Ich habe gemerkt, ihr wollt Videos und ihr wollt sie wirklich mit, ja, Inbrunst, sage ich mal, anschauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Fabian, du machst jetzt wirklich einen Plan, einen Zeitplan, an welchem Tag du welches Video bzw. welches Format rausbringst. Und der ist fertig. Und dieser ist in meinem Kanalbild mit verankert. Und ja, ehe ich jetzt hier lange auf die Kacke haue, möchte ich euch das Kanalbild einfach mal zeigen. Ist wirklich geil geworden, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, es gefällt euch auch so sehr. Ich switch rüber zu Photoshop und dann seht ihr es jetzt in jetzt. Da ist es. Da ist es, mein neues Kanalbild. Ich hoffe, es gefällt euch. Mit der Font, also mit der Schriftart von meinem obigen Let's Farbe bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber ich sage mir so, okay, das lässt sich später immer noch ändern. Auf jeden Fall gefällt mir es sehr gut, dass ich meine drei Hauptspiele, die ich Let's Playe, in meinem Kanalbild habe. Hero Zero mit meinem Char auf S5, nämlich mit der Iron Man Rüstung. FIFA 13, was jetzt im September mit FIFA 14... ausgetauscht wird, mit meinem Lieblingsspieler von Bayern München, nämlich Philipp Lahm, und Minecraft mit meinem eigenen Skin, den Bomberman. Ja, und hier unten seht ihr auch schon die Timetable, nämlich an jedem Tag wird von mir ein Video kommen und am Wochenende sogar zwei und ja, einige alte Formate werden übernommen und ein neues kommt dazu, was ihr vielleicht schon sehen werdet, aber ich gehe der Reihe nach durch. Also, Montag geht es jetzt immer mit FIFA in die Woche. Das heißt, es kommt FIFA with Friends. Da werde ich gegen Freunde zocken. Ob das nun FIFA Ultimate Team sein wird oder ob das nun ganz normales Online-Spiel sein wird, das ist, lasse ich frei. Also es ist einfach nur, dass ich mit meinen Kumpels zocke, aufnehme und Spaß dabei habe. Das heißt, entweder mit Marvin, aka Mixery, oder mit Björn, aka Strikey, oder mit anderen Kollegen, die ich so in meiner Laufzeit als YouTuber getroffen habe und mit denen ich auch gern mal zocke. Am Dienstag wird es immer Hero Zero geben. Das wird das ganz normale Format sein, Hero Zero. Da wird es entweder das Double Screening geben, das heißt S5 und S6 beides aufgenommen und erzählt, was so passiert ist. Oder es wird das Wochenturnier-Special sein. Ist wahrscheinlich sinnvoller, Dienstag das Wochenturnier-Special zu nehmen, da ich ja jeden Sonntag, ja, wie soll ich sagen, das halt aufzeichne. Und dann wird am Dienstag wahrscheinlich das Wochenturnier-Special geben. Außer ich vergesse es mal eine Woche oder ich sag mal eine Woche, da habe ich keine Lust, jeden Abend dies den Screenshot zu machen, weil das ist wirklich viel Arbeit, Leute, unterschätzt es nicht. Ich muss jetzt mittlerweile 4 Screenshots machen und ja, so ist das.
Aber da wird auf jeden Fall diese Woche jetzt das den Wochenturnier-Rückblick geben und ich hoffe, er gefällt euch weiterhin. Mittwoch, ich wollte schon Mittwoch oder so sagen, Mittwoch kommt Minecraft PvP. Das heißt, es gibt Hunger Games oder Solo PvP oder irgendwas anderes. Also PvP ist für mich das komplette Angebot, von wo man Minecraft gegen andere Leute spielt. Das heißt, es kann genauso sein auf Hive MC, dass die neuen Arcade-Spiele wie Paintball oder Hide and Seek oder es ist ja alles Player versus Player und deswegen tue ich das da alles zusammen in eine Rubrik und da kommt dann halt schön PvP-Action. Am Donnerstag ist wieder Hero Zero Zeit, da kommt dann wahrscheinlich das normale Hero Zero Programm, also Hero Zero Let's Play. Am Freitag ist FIFA Ultimate Team Zeit. Dies bedeutet, da werde ich alleine solo FIFA spielen im Ultimate Team, wo ich versuche, meine Liga zu halten und euch da spannende Matches präsentieren möchte. Und am Wochenende, ihr seht, ein neues Projekt auf meinem Kanal, wieder Minecraft, nämlich Minecraft Solo. Ja, ich habe mir überlegt, was könnte ich eigentlich machen? Eigentlich hatte ich schon lange geplant, mal eine Minecraft Solo Season sozusagen aufzunehmen, hatte aber noch nie wirklich, ja, die Idee, was ich da machen könnte und welches Modpack oder ob ich es normal machen sollte. Und deswegen für mich an euch die Frage, bitte schreibt unter dieses Video, was wollt ihr sehen? Wollt ihr Minecraft Solo im Sinne von, ich erstelle beim ganz normalen Vanilla Minecraft eine eine Einzelspielerwelt und ja, tu mir da dann mein Leben schön machen? Oder ich nehme eins der zahlreichen Modpacks zur Hand, wie da wären Feed the Beast, Hexit, Tackit, keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Schreibt es in die Kommentare und ich werde mich dann entscheiden für das, was am meisten Zuspruch von euch bekommen hat. Also, entweder ganz normal Minecraft spielen, alleine auf einem Einzelspieler-Server oder Hexit, Feed the Beast oder ähnliches. Natürlich auch alleine, aber halt mit den Mods. Schreibt es mir in die Kommentare von dem Video und dann werden wir auf jeden Fall nächstes Wochenende die ersten Videos sehen. Ja, und sollte mal ein Video nicht kommen, dann haut ruhig auf die Kacke und sagt, ey, du hast versprochen, dass da ein Video kommt, ich will jetzt ein Video haben. Macht das ruhig, ich habe mir das jetzt so vorgenommen und es wird auch so passieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, das Kanalbild gefällt euch, ich hoffe, es gefällt euch, dass ich jetzt so eine Timetable habe, wo jeden Tag wirklich ein Video kommt. Ich hoffe, es ist auch für euch okay, dass Hero Zero nicht mehr allzu oft kommt, zweimal in der Woche reicht. Vielleicht mache ich auch manchmal eine Ausnahme und falls irgendwas Lustiges bei Hero Zero passiert ist oder irgendwas ich euch unbedingt mitteilen muss, da kommt Hero Zero einfach mal so. Hero Zero ist mein Aushängeschild gewesen und das kann auch mal so zwischendurch kommen. Also da mache ich jetzt nicht den Hehl draus. Aber so ist auf jeden Fall der Plan. So könnt ihr jeden Tag mit einem Video rechnen. Und was mehr kommt, ist Bonus. Also da könnt ihr dann einfach sagen, er hat heute zwei Videos hochgeladen, yeah. Also wie gesagt, da lege ich mich nicht fest, aber das kann natürlich auch passieren. So, dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier ein Like da lasst, damit ich sehe, euch hat es wirklich gefallen, diese neue Änderung. Und ja, Kommentare, wie ihr das mit dem Minecraft seht, ob ihr da Feed the Beast, Hexit, Tackit oder das ganz normale Vanilla Minecraft sehen wollt von mir. Dann würde ich sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war das kleine, aber feine 500 Abonnenten-Special und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst.